Am 9. und 10. Januar führte der Kreisverband Berlin-Süd zum 21. Male seine schon zur Tradition gewordene Kreis- und Ramne-Show vor. Der Höhepunkt eines jeden Zuchtjahres ist diese Ausstellung. Sie ist das Ziel für einen Großteil der Züchter, motiviert zu züchten, um dann gegebenenfalls mit einem schönen Preis belohnt zu werden. Leider konnte ich die Preisübergabe nicht filmen, da die Kamera ausfiel. Aber wir zeigen Ihnen einen Rundgang durch die Ramlerschau mit einem fachkundigen Züchter, der alles ganz genau erklärte. Es wurden ca. 420 Tiere aller Rassen ausgestellt. Für die Stadtkinder war das eine große Gaudi, denn so etwas kennt man heutzutage ja nur noch gebraten. Also macht weiter so, dass auch deren Kinder lebende Kaninchen bewundern können. Wir sind hier bei den Kleinsilber, gelb. Und die Bewertung sieht so aus. Position 1 Gewicht, Position 2 Fell, Körperform und Bau. Position 3 ist das Fell, 4 ist der Kopf, 5 ist das Ohr und 6 ist die Zwischenfarbe. So wird jede Rasse, ob Silber, helle Großsilber oder kleine Gelbsilber oder Schwarzsilber, die werden alle nach diesen Positionen bewertet. Und unten ist dann das Endresultat, das kann dann bei 4x95 auf 380 und wir haben da drüben die Alaska, die haben sogar 96,5 im Schnitt gemacht, das ist sogar 386, also eine Höchstleistung bei dieser Rasse sind. Wir haben hier drüben die Witter, die gibt es in Großwitter, die gibt es in deutsche Kleinwitter und die gibt es in Zwergwitter. Das sind zum Beispiel die gescheckten Witter hier, grau-weiß. Was interessant ist bei diesen Tieren ist der Behang und der Behang als solcher wird bewertet, die Löffel bzw. Ohren dürfen, der Behang darf nicht zu lang sein, der darf auch nicht zu kurz sein, danach werden dann die Tiere auch im Behang bewertet. Hier oben, da sagt man Krone zu, die Krone muss ausgeprägt sein, als Schecke muss der eine gewisse Scheckung haben, das Fell wird wieder bewertet, das muss dicht sein. Und so ist das bei den einzelnen Rassen aber auch verschieden. Hier haben wir zum Beispiel die Kleinwitter Weiß. Die werden jetzt in der Position 1 mit Gewicht wieder und mit Körperform und Bau. Das Fell muss schneeweiß sein. Es darf nicht irgendwie gelb sein oder irgendwie eingetrübt sein. Dies Tier ist jetzt von den 4 Tagen, die es hier sitzt, gelb. Wenn es bewertet wird, muss es schneeweiß sein. Der Bauch muss weiß sein, der Kopf bzw. die Krone und der Behang muss genau wie bei den anderen Tieren die gleiche Ohrenlänge und so weiter haben. Dann kommen wir hier zu den Kleinchen. Kleinchen ist ein Vierfarbentier, also ein Farbtier, schwarz, weiß, blau, grau. Und wenn man hier reinbläst, was an für sich interessant ist. Halt mal ein bisschen oder blas mal rein hier. Da haben wir den Farbtrichter. Der Boden darf nicht aufgehellt sein, es muss ein schöner Farbtrichter sein, der muss blau sein. Die Zwischenfarbe darf nicht allzu groß sein, allzu breit sein. Also das sind an für sich sehr schöne Tiere, weil eben diese 4 Farben in dem Tier vorhanden sind. Hier haben wir die Satengrot, von der Jugend sind das Tiere. Die müssen ein
weiches, glänzendes Fell haben und haben an für sich die gleiche Bewertung wie alle anderen Rassen, die eben nicht den Behang haben, also was keine Witter sind. Die Positionen sind auch wieder verschieden. Hier sehen wir wieder, es geht Becken, Schulterbreite wird bewertet, wenn zum Beispiel das Tier keine Wamme hat, also ziemlich stramm ist, dann bekommt er die 19 oder 19,5 Punkte eventuell. Ein Tier mit 20 Punkten hat es noch nicht gegeben. Dann haben wir hier das Fell wieder mit 13,5. Das ist der Kopf mit 14, das Ohr mit 14,5. Da wird die Rundung des Ohrs und die Ohrstruktur bewertet. Und danach werden dann die Punkte vergeben. Und anschließend, wenn es eben hoch ist, die Preise. Das sind die kleinen Farbenzwerge grau. Also die Bewertung als solche ist bei den ganzen Farbenzwergen Ohrlänge. Und sie müssen fest im Fell sein, die Fellstruktur muss fest sein. Das ist bei allen Farbenzwergen das Gleiche. Genau wie bei den Großen, nur dass die dann längere Ohren haben dürfen und kompakter sein dürfen. Das sind hier die Hermelin, Rotauge, die gibt es auch in Weißauge. Also das ist ein Albino hier. Die gibt es aber auch mit blauen Augen. Aber wie gesagt, die Bewertung in Ohr und Struktur, Fellstruktur und Körperform ist das gleiche wie bei den anderen, wie bei allen Farbenzwergen überhaupt. Hier gibt es natürlich auch noch einen russenfarbig, die haben wir hier. Haben wir hier noch, ne? Das sind die Fuchszwerge. Das ist eine Klasse wieder für sich, das ist die Klasse 5 Fuchszwerge. Das ist naja, so ähnlich wie Angora. Die haben eben dieses lange, flauschige Fell. Das ist wie Angora, also dieses lange, flauschige Fell hier. Auch Albinos, alle Tiere mit roten Augen sind Albinos. Hier sind die Russen hier. Kalifornier sind dies hier. Verzeihung. Das sind die Kalifornier. Das ist ein spalterbiges Tier. Darum hier weiß mit dem Schmetterling hier vorne quasi und mit dem dunklen Ohr und die dunklen Füße, die Läufe. Hier noch. Sehen Sie hier, ich habe eben gesagt, Witterzwerge, weiß, blau Auge, die gibt es in Rot und blau Auge. Bitte das mal sehen, also das ist genau wie bei den Hermelinen. Das ist natürlich kein Albino. Nicht? Ich wollte bloß mal sehen, dass Sie sehen, dass das ein blauer Auge ist. Ja? So, und dies sind Witterzwerge russenfarbig. Die sehen so ähnlich aus wie die Kalifornier. Die gibt es auch im Groß, die Russen. Aber die hier ist wieder der Behang, genau wie hier bei den Witterzwergen blau. Und die Positionen werden in etwa bewertet wie bei den Zwergen allgemein. Schecken, schwarz-weiß. Die werden nach einem besonderen Standard bewertet. Der Aalstrich, der muss gerade sein. Der darf nicht zackig sein und darf nicht unterbrochen sein. Diese Punkte hier hinten, das ist hier der Schmetterling, das ist der Augenring. Und der Augenring darf nicht unterbrochen oder eine große Zacke haben. Dementsprechend werden sie dann schlechter bewertet bzw. bestraft. Das Ohr muss, wie gesagt, dunkel sein, der Aalstrich
Das muss gleichmäßig, muss die Kette hier sein, da sagt man Kette zu. Das ist der Aalstrich, das ist der Schmetterling und das ist der Augenring. Dann dürfen Sie nur einen Punkt da haben, nicht mehrere Punkte. Dementsprechend werden Sie dann wieder bewertet oder bestraft. Dieses Tier ist an für sich sehr gut, das hat eine 96 gemacht, von 100 möglichen Punkten. Da kann man dann sehen, Dorn abgerundet. Dann hier Aalstrich, zackig, sehr gute Kette, also die Kette ist sehr schön, aber der Aalstrich, der ist eben zackig. Und danach werden die Tiere eben bewertet in dem Modus. Schwarzloh, die gibt es in Braun und in Blau. Ist auch ein sehr schönes Tier, aber ist auch, wie gesagt, ein bisschen schwierig zu züchten. Denn die Lohfarbe soll gravierend sein bei dem Tier. Der Augenring soll dementsprechend sein und das wird dann alles bewertet. Darf natürlich auch keine Wamme haben. Wo haben wir die Alaska? Können wir eben kurz sagen, Sateng Elfenbein. Das sind Tiere, die ein seidiges Fell haben, was andere Rassen nicht haben dürfen. Nur bei den Sateng, und da gibt es auch enorm viele, ich glaube, 24 verschiedene Farbenschläge. Das ist auch ein Albino mit roten Augen. Und jetzt kommen wir zu dem schwarzen Tier. Das ist das Alaska. Das muss tiefschwarz glänzend sein. Das gehört zu der Kleinrasse. Darf natürlich auch keine Wamme haben, weil es eine Kleinrasse ist. Die Kleinrassen dürfen keine Wamme haben. Und dieser Züchter, beziehungsweise diese Züchter, möchte ich mal sagen, die haben ganz hervorragendes Material und stehen ziemlich an der Spitze. Die hier nicht, aber die nächsten hinteren Tiere, das ist der absolute Kreismeister, beziehungsweise der die höchsten Preise errungen hat. Mit diesen Tieren. Ich denke hier dran, 385,5, 383,5 und 386 Punkte hat er gemacht. Das ist die höchste Benotung, die wir überhaupt hier auf der Schau haben. Die Zwerge in Weißgran, hier haben wir sie in Großformat. Ist quasi die Bewertung ist die gleiche wie bei den Zwergen. Die gibt es auch jetzt in Schwarz, in Braun, in Blau. Also haben wir sie jetzt hier. Blau ist glaube ich nicht hier, aber Braun und Schwarz ist hier. Viele lieben diese Art, eben durch diese Granne, die da hervorsteht. Hier haben wir die Thüringer. Wo ist er? Ist er weggegangen, ne? Die Thüringer. Das ist auch wieder eine Rasse für sich. Gehört zu den Großrassen, Mittelrassen. Dann haben wir... Hier haben wir weiße Neuseeländer. Das sind auch wieder Albinos, gehört zu der mittelgroßen Rasse. Dürfen 5 Kilo im Gewicht maximal haben. Und das sind Tiere, was ich vorhin sagte, die eine Wamme haben dürfen. Was bei den Zwergen und bei den kleinen Rassen nicht sein darf. Sie sehen hier, dass verschiedene Tiere eine Wamme haben. Wamme ist das lose. Das, was Sie jetzt da unten sehen, das ist eine Wamme. Ja, also das hier vorne, das ist die Wamme. Ja, nur pass auf, der ist giftig. Ja. Das hier unten, das nennt man die Wamme. Ja. Und diese Tiere werden dann dementsprechend natürlich bestraft.
Wir haben dann zum Beispiel von 20 möglichen Punkten bloß 17,5 Punkte, also 2,5 Punkte Abzug. Dafür haben sie natürlich eine gute Fellstruktur, einen schönen Kopf von 15 möglichen 14,5, das Ohr auch mit 14,5 und die Unterfarbe mit 10 Punkten, also die höchstmögliche Punktzahl. Hier haben wir die roten Neuseeländer, das ist nicht ein Farbenschlag zu den Weißen, sondern das ist eine Extrarasse. Obwohl die rote Neuseeländer und die weiße heißen. Die sind nicht so kompakt, das ist mehr ein Fleischkaninchen, der weiße Neuseeländer. Das rote ist zwar auch ein Fleischkaninchen, ist aber nicht so kompakt wie das weiße. So, hier haben wir wieder Witter. Ja, das sind die Havanna, das sind hier die Witter wieder mit dem Behang und der Krone. Die hat eine wunderschöne Krone, sehen Sie mal hier. Oben, das wie so eine Krone und der Behang sitzt sehr gut. Und das Tier hat ja auch dementsprechend die Benotung gekriegt. Hier haben wir die deutschen Kleinwitter Chinchilla-farbig. Die gibt es auch als Witter. Ist quasi das gleiche zu denen in der Größenordnung. Die sind durchsilbert. Das ist vor allen Dingen bei diesem Farbenschlag ist das ganz gravierend, die schwarz und weiß durchsilbert. Das sind Tiere, die markanter sind wie Gelbsilber oder wie Blausilber. Gerade die Schwarzen hier. Die gehören auch zu der kleinen Rasse, dürfen natürlich auch keine Wamme haben. Sonst wären sie eben ausgeschlossen. Die Kleinsilber in Blau, sehen Sie hier den gravierenden Unterschied von Schwarz-Silber zu Blau-Silber. Die Markierung ist nicht so deutlich zu sehen. Es war zu sehen, dass es ein Blau-Silber ist. Hier wird auch, das ist auch wieder ein anderer Farbenschlag wie der. Wie gelb, ne? Na, sag mal da was zu. Ne? Es gibt die helle Großsilber, die sehen wir nachher auch noch. Und das ist die verzweigte Rasse, also die kleine Rasse. Die gibt es ungefähr seit 5 Jahren, ist die Rasse rausgezüchtet. Ja? Die ist noch etwas kompakter wie der Blausilber oder der Gelbsilber oder der Schwarzsilber. Ja? Das sieht man. Im Ganzen, der ganze Rahmen ist ein bisschen größer, aber das Gewicht, die 3,2 Kilo, Höchstgewicht, müssen diese Rasse auch aufzeigen. Ja? Die haben eine dunkle Unterfarbe, vielleicht sieht man das, wenn man die Haare so mal runter, dass unten dunkel ist. Ja? Ansonsten ist die Decke, sollte weiß sein, mit schwarzen Granen. Nun gibt es hier ein bisschen Unterschiede, welche haben ein bisschen mehr von den schwarzen Grannen, welche haben wieder etwas weniger, die sehen dann wieder etwas heller aus, wie weißer. Das sieht man dann von Tier zu Tier, gibt es einen kleinen Unterschied. Ein bisschen markanten Kopf, sehr kurzes Ohr, ein dunkles Auge, wammenfrei müssen die Tiere sein. Ja? Ansonsten sehr ansprechend. Hier nebenan sind wieder die Schecken, die hatten wir erst schon mal. Weil wir sind hier direkt auf der Rammlerschau. In den anderen Saal drüben ist die Kreisschau. Das ist hier die Rammlerschau. Hier sind bloß noch zwei Tiere, einer ist verkauft worden. Das ist immer der Vater mit zwei Geschwistern. So sollte das hier bei der Rammlerschau sein. Immer das Alttier mit zwei Geschwistern. Auch zwei Rammler. Ja, und das ist hier ein Scheckenrammler. Der hat 95 Punkte gemacht, also recht ansprechend und gut. Ja, vorne sieht man dann wieder den Schmetterling, der Augenring sollte schön rund sein, daneben ist der Backenpunkt, die Uhrkante soll schön scharf sein, wie wir ja schon gesagt haben, der Aalstrich, wenn es geht, schön glatt, schön dunkel, nicht unterbrochen und an der Seite die Kette. So. Wiener gehört zu der mittelgroßen Rasse. Das sind Tiere, die eben auch die eine Wamme zwar haben dürfen, die Rammler dürfen natürlich, das muss ich jetzt noch sagen, alle Rammler dürfen keine Wamme haben, auch bei den großen Rassen nicht.
Die Häsen dürfen eine leichte bzw. wohlgeformte Wamme haben. Darf keine Doppelwamme sein. Aber diese Hühner sind an für sich, ist ja auch ein Fleischkaninchen. Man könnte diese Tiere zum Beispiel mit roten Neuseeländern oder mit weißen Neuseeländern oder mit hellen Großsilbern paaren und hätte eine wunderbare Fleischmasse. Das ist ein sehr schöner Rammler und das ist auch ein Zuchtfreund, der unter den ersten Leuten einen Preis gemacht hat. Der Kopf muss breit sein, die Augen dürfen nicht zu tiefliegend sein, die Ohren müssen eine gute Struktur haben, schön abgerundet sein, nicht spitz sein. Und danach sind die Kriterien, wie die Tiere bewertet werden. Hier haben wir einen deutschen Großsilber-Schwarz. Das ist wieder eine andere Rasse, gehört auch zu den mittelgroßen Rassen. Das ist wie bei dem Kleinsilber-Schwarz in etwa. Die Silberung darf nicht zu stark sein, nicht zu viel auf einer Seite, sondern die muss gleichmäßig über den ganzen Körper verteilt sein, wie das bei allen Silbertieren der Fall ist. Wenn zu viel auf einer Stelle ist, dann werden die Tiere dementsprechend natürlich auch bestraft. Auch diese Tiere dürfen, wie gesagt, keine Wamme haben. Das heißt, die Rammler auf keinen Fall. Die Häsen sollten eine wohlgeformte haben. Hier haben wir dann die Großschen. Drüben haben wir die Kleinschen gehabt. Das sind aber keine Farbenschläger, das sind dann wieder zwei verschiedene Rassen. Großschen und Kleinschen. Das ist nur das größere Format. Sonst im Großen und Ganzen auch wie ein Vierfarbtier. Weiß, schwarz, blau, grau. Und muss auch wieder diesen Trichter haben. Und der Trichter muss klar erkennbar sein. Die Zwischenfarbe darf nicht so breit sein. Die Unterfarbe muss dunkelblau sein, nach Möglichkeit. Bei älteren Tieren ist ein helles Blau erlaubt. Und hier haben wir dann die hellen Großsilber. Wir hatten sie drüben in klein. Das ist das Gleiche, die Silberung darf nicht, der Stich muss dunkel sein, darf aber auch wieder nicht zu dunkel sein, der Haarboden darf nicht aufgehellt sein, der Kopf muss kräftig sein, das Ohr muss eine gute Struktur haben und nach diesen Kriterien werden diese Tiere ebenfalls bewertet. Ja, und hier haben wir wieder wie drüben. Das sind zum Beispiel die Weißgrannenbrauen. Wir haben sie eben in Schwarz gehabt. Das sind die in Braun. Im Großen und Ganzen werden die nach den gleichen Kriterien bewertet wie die Weißgrannen Schwarz oder Blau. Hier haben wir diese Sateng-Elfenbein, die wir drüben auch hatten. Das sind eben die mit dem seidigen Fell und sind Albinos. Ja, an für sich. Wie gesagt, hier werden vier Rammler, in der Rammlerabteilung werden vier Tiere bewertet, heißt der Vater mit drei Nachkommen oder mit zwei Nachkommen. Und drüben in der Kreisschau, da werden, ist eine Wurfsammlung, da kann der Vater sein mit drei Nachkommen, da kann die Mutter sein mit drei Nachkommen, aber es können auch vier Geschwister sein. Oder von zwei Häsen zweimal zwei Geschwister. Aber an und für sich werden diese verschiedenen Zuchtgruppe 1 oder 2 alle gleich bewertet. Das heißt, die werden alle gleich nach den Kriterien bewertet und kriegen auch dementsprechend die Preise. Ja, dies wäre es an für sich.